Ich starte mal mit einem Gefühl. Mit einem Gefühl, was du sehr wahrscheinlich kennst und sehr wahrscheinlich auch magst. Aber was man ganz, ganz schwer wirklich in Worte fassen kann. Das Gefühl, zu Hause zu sein. Ich habe mich gefragt, ja, wann setzt denn dieses Gefühl irgendwie bei mir ein? Oder wann bin ich denn wirklich zu Hause? Was macht es denn auch aus? Ich glaube, jeder kennt das Gefühl und es ist auch ein schönes und tolles Gefühl. Aber ich habe gestern einen Besuch gemacht und war bei jemandem im Haus. Da war ich vorher noch nie. Aber ich fühlte mich zu Hause. Total komisch. Habe ich gedacht, hä? Zu Hause ist doch eigentlich das, wo ich lebe, wo ich wohne. Ja, auch bei meinen Eltern natürlich zu Hause. Aber warum fühle ich mich da jetzt zu Hause? Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, hängt also jetzt nicht an einem ganz bestimmten Ort. Wenn ich so manche Urlaubsbilder sehe, dann denke ich mir, oh Mann, ich glaube, die fühlen sich gerade auch ganz schön zu Hause. Also das geht über Wohnungsgrenzen, über Ortsgrenzen, ja sogar Landesgrenzen hinaus. Also mit einem Ort hat das Zuhause-Fühlen nichts zu tun. Ich glaube, der Faktor Mensch ist da ein ganz entscheidender, wann wir uns zu Hause fühlen. Ich glaube, der macht es wirklich auch aus. Wann fühlst du dich zu Hause? Wie würde man das jetzt beschreiben, dieses Gefühl? Ich glaube, dass es ein Gefühl ist, dass man sich wohlfühlt. Und da spielen ganz, ganz viele Sachen mit hinein. Sachen, die wir irgendwie brauchen. Das ist gar nicht viel. Ein Wissen, dass wir versorgt sind. Dass wir dort, wo wir sind, dann auch zur Ruhe kommen können. Und dass wir, so wie wir sind, angenommen sind. Ich glaube, wenn das so zusammenpasst, dann stellt sich ein Gefühl ein, wo wir sagen, ich fühle mich zu Hause. Ganz gleich, an welchem Ort man gerade ist oder wie die Wohnungseinrichtung ist, das spielt alles keine Rolle mehr, wenn das gefüllt ist. Ein Ort, wo man Frieden findet, wo man wertgeschätzt wird und wo man versorgt ist. Wenn diese drei Dinge vorhanden sind, dann kann man, glaube ich, schon sagen, fühle ich mich zu Hause. Und das könnt ihr, das kann jeder Mensch auch wunderbar schaffen. Wo ein Mensch es also schafft, wie und wo auch immer, dass ein anderer Mensch sich angenommen fühlt, dass er weiß, hier ist Frieden und hier kann ich zur Ruhe kommen und ich weiß, ich bin versorgt, dann kann man von zu Hause sprechen. Und das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Und liebe Mamas, ihr schafft diese Atmosphäre ganz, ganz häufig für eure Lieben. Und damit ist nicht die engste Familie gemeint, sondern auch, ich glaube, dass ihr noch viel mehr Platz in eurem Herzen habt. Und ihr schafft genau diese Atmosphäre, dass man sich wohlfühlt und dass man auch gerne ankommt und auch nach Hause kommt. Und bei diesen Überlegungen so um dieses Zuhause und was Mamas alles machen, ist mir auch bewusst geworden, dass Jesus auch nichts anderes gemacht hat. Auch er hat ein Zuhause geschaffen. Er hat Menschen so angenommen, wie sie sind. Er hat keine Sternchen oder Punkte vergeben. Er hat ihnen die Gewissheit geschenkt, ich versorge dich. Ich bin da, wenn du kommst und nach Hause kommst. Und er hat ihnen einen Ort gegeben, wo man ganz gewiss sein kann, hier komme ich zur Ruhe. Hier greift mich nichts an, hier herrscht absoluter Frieden. Und so bot er jedem Einzelnen ein ganz besonderes Zuhause. Jesus hat einzelne Personen in der Bibel angesprochen. Er hat einzelne Gruppen angesprochen mit seinem liebevollen Blick und schlussendlich auch mit seinen Worten genau dazu auch eingeladen. Jeden Einzelnen, ob von der Welt angesehen oder gehasst, ob Kind oder Erwachsener, ob Mann oder Frau. Jeder war eingeladen. Und genauso bist du heute auch noch eingeladen. Eingeladen, nach Hause zu kommen zu Jesus. Ganz egal, was die anderen sagen.
Ganz egal, wie die anderen dich bewerten oder sogar auch abwerten. Und so hat sich, wenn wir die Bibel lesen, ein ganz bunter Haufen um Jesus herum gefügt und er war der Mittelpunkt. Menschen, die sonst nie zusammengekommen wären, waren auf einmal zusammen. Und er war derjenige, der alles zusammengehalten hat. Und auch das macht ihr, liebe Mamas, mit Bravour. Ihr haltet alles zusammen. Und schlussendlich könnte man es da auch sagen, es war so eine kleine Familie um Jesus herum. In christlichen Kreisen sprechen wir ja sehr gerne auch davon, dass die Gemeinde eine große Familie ist. Oder die große Familie Gottes, wo Menschen immer wieder auch dazukommen. Wir verwenden Bezeichnungen wie Bruder und Schwester oder eben Geschwister, was für den einen total traditionell und alt sich anhört. Aber ich finde, es bringt eine Wertschätzung und eine Besonderheit zum Ausdruck, die ich ganz besonders auch mag. Weil zu Hause bin ich dort, wo Familie ist. Zu Hause bin ich dort, wo ich sein kann, so wie ich bin, wo es ein Miteinander ist und wo ich zur Ruhe komme. Und Jesus hat nicht an einen ganz bestimmten Ort eingeladen. Das war für ihn egal, denn wo er war, da war Familie. Er hat eingeladen in diese große göttliche Familie. Er hat eingeladen und er lädt heute ebenfalls immer und immer wieder ein, einfach dazuzukommen in diese göttliche Gemeinschaft. Und dann macht Jesus einfach was ganz Entspanntes und auch total Verrücktes. Er sagt ihnen, seinen Freunden, die damals zu ihm gehört haben, und schlussendlich auch uns, wie das funktioniert, dass diese göttliche Gemeinschaft weiterhin besteht. Wenn wir diesen Auftrag bekommen hätten, wir hätten wahrscheinlich Doktorarbeiten geschrieben und Seite für Seite, aber er formuliert es ganz einfach. Wir lesen es im neueren Teil der Bibel, im Neuen Testament, da hat Johannes es aufgeschrieben, im Kapitel 13. Es ist ein Vers. Keine seitenlange Ausarbeitung, es ist ein Vers. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt Jesus. Also eine neue Regel, eine neue Ausrichtung. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. So einfach wäre es. So einfach wäre es, damit die göttliche Gemeinschaft, diese göttliche Familie funktioniert. Ja, und nicht nur das, sondern es wäre sogar noch viel mehr. Der Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, dass ihr zu dieser großen Familie dazugehört, wenn ihr einander liebt. Also nicht nur die Familie funktioniert, sondern auch andere Menschen sind davon so angesprochen, dass sie sagen, da will ich auch dazugehören. Da will ich mit Jesus unterwegs sein. Und so versuchen seit Tausenden von Jahren Gemeinden, das einfach umzusetzen. Auch wir als Freie Evangelische Gemeinde Friedensdorf sind da auf dem Weg. So haben wir uns einen Auftrag formuliert. Und in der Mitte ist erstmal Gott lieben. Das ist das Zentrum für alles. Davon geht alles aus. Und dann, was heißt es für uns, die einzelnen Bereiche? Ja, Gott bekannt machen. Genau zu dieser göttlichen Gemeinschaft immer wieder neu einzuladen. Im Glauben zu wachsen. Jeder Einzelne ist dazu eingeladen, auch da voranzukommen. Diesen Jesus immer besser und immer mehr auch da zu lieben. Das ist so diese Beziehung zwischen dir und Jesus. Aber dann auch ganz klar, für den anderen da sein, wie es eine Familie eben auch so macht. Und auch miteinander leben. Das Zentrum ist klar, Gott, Jesus zu lieben. Das muss der Mittelpunkt auch bleiben. Und Gemeinden wie die Freie Evangelische Gemeinde Friedensdorf, die versucht das nach Möglichkeiten. Ich denke aber auch für
die eigenen Beziehungen, ja vielleicht sogar für das eigene Leben oder auch die eigene Familie, ist das auch eine sehr gute Ausrichtung. Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und dann mal schauen, welche anderen Bereiche noch so dazukommen. Der Dreh- und Angelpunkt ist, dass Jesus dich liebt. Aus dieser Liebe heraus, erst dann kannst du die anderen Menschen auch lieben. Jesus liebt dich, weil du ihm wichtig bist. Und er hat dich erstmal eingeladen in diese göttliche Gemeinschaft. Du bist eingeladen. Und das sollte einfach dieser Startpunkt sein. Dieser Startpunkt für dein Leben. Ganz gleich, ob ich das einem Kind predige oder einem Greis. Jeder kann diese Liebe für sich auch annehmen. Und dann davon sein Leben auch ausrichten. Seinen Alltag gestalten. Und dann Schritte weitergehen. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. So soll die göttliche Gemeinschaft unterwegs sein. Auch hier ein bunter Haufen. Liebevoll und gemeinsam sollen wir unterwegs sein. Das wäre ein genialer Traum und eine tolle Vorstellung. Und ich merke an der Stelle schon, da macht sich jetzt schon so ein Gefühl von, ja, das wäre auch ein tolles Zuhause breit. Hier könnte ich zu Hause sein. Wenn wir jetzt mal die göttliche Familie mit der normalen Familie vergleichen, dann glaube ich, dass das gut funktioniert. Wenn, anders vom heutigen Tag, die Mama ganz, ganz häufig und viel dabei ist. Weil die Mama auf einmal ausgleicht. Weil die Mama versöhnt, auch mal recht spricht, den Einzelnen wieder lieb hat, versorgt, vermittelt und permanent selber immer diese Liebe hineingibt. Ich glaube, dann funktioniert das. Auch sie ist einfach Dreh- und Angelpunkt. Aber was passiert, und Mamas können da jetzt aus Erfahrung sprechen, wenn sie doch mal weg ist? Vielleicht mal kurz oder dann vielleicht auch mal länger. Eine gewisse Zeit geht es gut. Und auf einmal bricht irgendwie das Chaos aus. Auf einmal kippt die Stimmung, weil keiner mehr da ist, der versöhnt. Weil keiner mehr da ist, der die Liebe, die gebraucht wird, irgendwie weitergibt. Weil keiner Verständnis für den anderen äußert. Weil keiner mehr die Versorgung sicherstellt. Ein spannender Moment. Ein spannender Moment, wenn das Zentrum, wenn der Dreh- und Angelpunkt auf einmal fehlt. Ein spannender Moment, wenn er in deinem Leben fehlt, dieser Dreh- und Angelpunkt. Und auch für uns als Gemeinde. Was wäre, wenn dieses Zentrum, Jesus, Gott lieben, nicht mehr im Zentrum ist? Wir haben einen Erfahrungsbericht in der Bibel. Die Gemeinde in Korinth, die bekommt einen Brief, weil da so manches nicht ganz richtig läuft. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 11, ab Vers 17, lesen wir Folgendes. Aber da ist noch eine Sache, zu der ich euch Anweisungen geben muss. Dabei kann ich euch nicht loben. Denn ihr kommt nicht so zusammen, dass es gut für die Gemeinde ist. Also gut für diese göttliche Gemeinschaft. Vielmehr schadet ihr ihr. Zunächst höre ich, wenn ihr in einer Gemeinde zusammenkommt, gibt es verschiedene Gruppen. Zum Teil glaube ich das. Es kann ja gar nicht anderes sein, als dass es verschiedene Parteien bei euch gibt. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Wenn so ein bunter Haufen zusammenkommt, dann schaut man, zu wem man eher passt. Wenn ihr aber dann zusammenkommt, und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ihr Gottesdienst feiert und Abendmahl feiert. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Und so ist der eine noch hungrig, der andere aber schon betrunken. An dieser Stelle merken wir, da ist nicht mehr viel da von dieser göttlichen Gemeinschaft. Dieser bunte Haufen, der trifft sich damals nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche. Sie essen gemeinsam, sie feiern gemeinsam Gottesdienst. Ja, und eigentlich sollten sie auch aufeinander schauen. Manche
die müssen einfach arbeiten. Manche, die haben ausgesorgt und haben viel Zeit. So unterschiedlich, wie die Personen eben auch sind. Und trotzdem soll es doch eine Einheit sein. Und irgendwie haben sie diese Liebe Jesu aus dem Blick verloren. Was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein. Was daraus folgt ist, dass viele wieder nur auf sich selbst schauen. Es ist ihnen erstmal wichtig, dass sie satt sind. Ganz gleich, ob der andere überhaupt erst da ist. Es wird nicht mehr in dieser Gemeinschaft angefangen, weil doch ich erst wieder zähle. Und sie übertreiben es sogar, da ist der eine noch gar nicht da, da ist der eine schon auch betrunken. Es wird bewertet, es wird abgewertet. Ist das eine göttliche Gemeinschaft? Wo bleibt hier an dieser Stelle das liebt einander? Es ist weg. Die Wertschätzung, die Annahme, die Versorgung und sicher auch das zur Ruhe kommen fehlt. Man könnte es ausdrücken und sagen, dieses Gefühl, zu Hause zu sein, fehlt, ist weg. So ist dieser Brief und auch der heutige Tag, der Muttertag, auch eine gute Erinnerung, ja vielleicht auch eine gut gemeinte Ermahnung. Das Wichtige, worauf es ankommt, neu wertzuschätzen, neu in den Fokus zu nehmen, der gut ist für dich und dein Leben, der gut ist für die Familie, aber der auch gut ist für uns als Gemeinde. Das wieder in den Mittelpunkt zu rücken, es fest zu verankern und sich wieder neu darauf auch auszurichten. Und es vielleicht auch mit wertschätzenden und dankbaren Worten zum Ausdruck zu bringen. Gott zu lieben und die Liebe von Jesus für sich wahrzunehmen, das ist der Startpunkt, da neu wieder einzutauchen und genau dieses Zentrum für sich auch festzuhalten. Und wenn du das weißt für dich, was Jesus über dich denkt, dass du einmalig bist und dass du perfekt bist, dann kannst du dein Leben drumherum mit den anderen Menschen auch gut mitgestalten. Wissen wir uns hier angenommen? Wissen wir uns hier in dieser Liebe von Jesus zusammengestellt, versorgt sein und zur Ruhe kommen? Und das ist auch ein Grund, wieso sich Menschen danach ausstrecken, diesen Jesus kennenzulernen und Teil dieser göttlichen Gemeinschaft auch zu sein. Ganz gleich, ob groß oder klein, bekannt oder unbekannt, ob herzlich oder nervig. Jedem Menschen können wir mit den Augen des Schöpfers neu sehen und ihn auch so wertschätzen. So funktioniert Familie, im Kleinen, aber auch im Großen. Halten wir also daran fest und spüren wir immer wieder nach, diesen liebevollen Blick von Jesus in dein Leben hinein. Wie Jesus dich ansieht, ganz egal, wie andere dich ansehen und bewerten. Er schaut dich liebevoll an. Er schaut dich stolz an, wie ein Kind von seiner Mama angeschaut wird. So lass uns auch genau diese Menschen mit Gottes Augen, mit den Augen dieses lieben Vaters immer wieder neu auch ansehen. Und als Gemeinschaft versuchen wir unser Bestes. Wir werden nie eine perfekte Familie sein. Auf keinen Fall. Aber wir wollen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus im Mittelpunkt ist und wir geliebt sind und deshalb diese Liebe auch nach außen hin tragen können. Wir werden nicht perfekt sein, aber wir haben das Beste in unserem Mittelpunkt, Jesus Christus. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Amen.